Herzlich willkommen zur Vorstellung der Wahlergebnisse der Landtagswahlen 2028. Dieses Jahr ist klarer Gewinner die aktive katholische Jugend und nun schalten wir in die Parteizentrale, wo wir die Spitzenkandidatin mit ihrer Antrittsrede hören. Meine Parteikolleginnen und Parteikollegen, wir stehen vor dem größten Triumph unserer Geschichte. Unseren Themen überzeugen und sie können nun die Zukunft in Bayern gestalten. Ein großer Dank gilt unseren vielen engagierten jungen und aktiven jungen Erwachsenen und Jugendlichen vor Ort draußen in ganz Bayern. Packen wir es nun gemeinsam an. Frau Friedrich, herzlichen Glückwunsch. Wie sind Sie denn zu Ihrer politischen Karriere gekommen? Mit Landtag Live 2015. Wir zeigen Ihnen jetzt einige Szenen aus der Landtag Live Woche 2015. Lieber Tom, Stefan. Die Netzwerkarbeit in der politischen Bildungsarbeit ist das A und O überhaupt für uns Politiker. Und darum noch eine kleine Visitenkarte für dich. Oh ja, super. Wenn du was brauchst von uns, wir haben immer ein offenes Ohr für die Kolpin-Jugend. Stefan. Jetzt wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute, lieber. Ja, danke dir auch. Geh, mach's gut. Herr Abgeordneter, wie kamen Sie zu Ihrem politischen Amt? Aber ich darf Ihnen ganz herzlich das Du anbieten. Ich bin der Stefan. Gut. Stefan, wie kamst du zu deinem politischen Amt im Bayerischen Landtag? Das Wichtigste für mich war natürlich die Jugendarbeit, in der ich groß geworden bin, in der ich das geworden bin, was ich jetzt bin. Ein Mann, der sich engagiert für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und da bin ich stolz darauf, Mitglied in der Kolpin-Jugend und in der KJ, katholischen Landjugendbewegung, zu sein. Von Landtag Live. Das ist die Karte der Abgeordneten des Bayerischen Landtags aufgeteilt in Stimmkreise und Wahlkreise. Um kurz zu erklären, hier ist mein Wahlkreis Regierungsbezirk Niederbayern. Man sieht es an der Karte, die Abgeordneten sind zum Teil ein bisschen nördlicher strukturiert, aber es liegt einfach daran an der Größe der einzelnen Wahlkreise, was für uns natürlich schwierig ist, Abgeordnete ins Parlament zu senden. Aber wir sind doch sehr stark vertreten und vertreten unsere Region in Niederbayern. Landtag Live!